Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Bad. Viele von euch haben sich die Frage gestellt, ob ich bei Hermes arbeite. Nein, das tue ich nicht. Ich arbeite zwar mit Hermes zusammen, aber nicht direkt für Hermes. Das kann ich euch auch kurz erklären. Also, ich arbeite bei einer Spedition. Ich bin mittlerweile gelernter Speditionskaufmann. Und wir haben natürlich mehrere Auftraggeber. Unter anderem ist ein Auftraggeber auch Hermes. Das heißt also, wir machen auch Dinge für Hermes, liefern aus. Aber alles nur, was im Zweimann-Handling ist. What the fuck ist Zweimann-Handling? Also, im Zweimann-Handling geht es darum, dass zwei Männer unterwegs sind mit dem LKW und große Teile transportieren. Das heißt also so Polstergarnituren oder Schränke oder wirklich alles, was man zu zweit tragen muss. Dazu gehören auch IKEA-Lieferungen. Also wenn du dir was bei IKEA bestellst und das nach Hause geliefert haben möchtest, dann sind wir es, die es anliefern. Ja, aber auch Hermes lebt von Auftraggebern. So ist der größte Kunde zum Beispiel Otto, beziehungsweise der Konzern. Da gehören dann auch Schwab und Bauer dazu. Also immer wenn man da bestellt, dann wird es durch uns geliefert. Hauptsächlich Weißgeräte, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Ofen, Backofen, Herd, sowas, Braungeräte und ja, dann eben, wie gesagt, diese größeren Sachen. Das heißt also, wir werden von Hermes mehr oder weniger gesponsert. Arbeitskleidung ist von Hermes und auch die Fahrzeuge sind mit Hermes beschriftet, dass wir also im Namen von Hermes fahren. Und eigentlich ist es ganz witzig, denn Hermes ist ja mit der größte Sponsor für die Fußball-Bundesliga. Womit wir dann wieder beim Fußball wären, denn bald beginnt ja wieder die Fußball-Bundesliga und mich würde mal interessieren, was du oder was ihr von dieser Saison erwartet. Was ist dein oder euer Fußballclub, der in eurem Herzen wohnt und was denkt ihr, wie ihr dieses Jahr abschneidet? Der eine oder andere weiß ja, dass ich grün-weißer bin, das heißt SV Werder Bremen ist der Verein, für den mein Herz schlägt. Und ja, wir haben einige neue dazu bekommen, unter anderem ja auch Uja und ich glaube, der passt richtig, richtig gut ins Team. Franco Di Santo hat uns ja als Stürmer verlassen, er ist ja zum FC Schalke 04 gewechselt. Verräter! Ja, aber mit Uja als Neuzugang sollten wir das, glaube ich, wieder kompensiert bekommen und ich denke, das wird eine richtig gute Saison für den SV Werder Bremen werden. Und jetzt bist du gefragt, was denkst du, wie wird dein Verein abschneiden? Wer wird deutscher Meister? Wer wird absteigen? Alles Fragen, die du mir jetzt in den Kommentaren beantworten kannst. Und vielleicht gehen wir in einem nächsten Video dann auf diese Fragen oder beziehungsweise Aussagen ein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.